Ich bin Xaver Egger, Geschäftsführer von Egger Druck und Medien und ich führe hier zusammen mit meinem Bruder seit einigen Jahren das Familienunternehmen weiter, das wir von unserem Vater übernommen haben. Wir sind die fünfte Generation und es war frühzeitig klar, dass man Themen verändern muss. Wir kommen ja aus dem klassischen Printbereich mit Broschüren, Briefbogen, Visitenkarten. Da hat mein Bruder dann vor 10 Jahren einfach mal gesagt, so, wir fangen mit einfachen Schachteln an, hat einen Mitarbeiter gesucht, der aus der Schiene kommt und alles andere ist eigentlich erarbeitet. Also wir sind da ganz waschechte Quereinsteiger, die sich da reingearbeitet haben. Das Schöne am Verpackungsdruck ist, dass wir tatsächlich ein Produkt erstellen, das wir von A bis Z begleiten, das spürbar ist, das anfassbar ist und für den Kunden tatsächlich in Verbindung mit seinem Produkt dann auch was Emotionales bedeutet. Am meisten Freude bereitet mir die Arbeit mit Kunden, die offen sind für die Möglichkeiten, die wir ihnen bieten, wenn man so sagen möchte. Wir haben ja verschiedenste Konstruktionen, die wir hier im Hause erstellen können. Wir haben Materialien, die besonders sind und vom Standard abweichen. Wir haben Veredelungen und gerade mit Kunden, die offen sind für unsere Ideen, für unsere Beratung, die da in Richtungen gehen mit uns, die ein bisschen von der Norm abweichen, das macht besonders viel Freude. Wir konstruieren Verpackungsgrößen und Formen nach Wunsch des Kunden. Uns sind dabei quasi keine Grenzen gesetzt. Wir können die klassischen Verpackungsformen erstellen, wie sie am Markt üblich sind, aber auch völlig andere individuelle Kundenwünsche umsetzen, bis hin zur aufgefächerten Baumverpackung für eine besondere Weinverpackung. Das Komplexe an Verpackungsdruck, Verpackungsherstellung ist eigentlich, dass es schon anfängt bei der Beratung. Das würde ich sogar benennen als unsere allergrößte Stärke im Vergleich zu unserer Konkurrenz, dass wir schon am ersten Schritt den Kunden abholen, auch über unseren Online-Shop, den wir über Jahre aufgebaut haben, dass wir dem Kunden auch in den ersten Schritten schon zeigen, was ist möglich und wie kommst du zu deinem perfekten Produkt. Unser Onlineshop Medica.de ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil da diese Beratungskomponente, die wir in persönlichen Projekten mit Kunden täglich auch beweisen, im Onlineshop eigentlich eins zu eins aufgegriffen wird. Wir empfehlen dem Kunden die richtige Verpackungsform, die richtige Verpackungsgröße, haben im Onlineshop da auch die Möglichkeit, gleich das Ganze mit einem Preis zu verknüpfen, dass der Kunde das mit seinem Budget abgleichen kann. Der Kunde bekommt von uns immer ein Weißmuster zur Freigabe, dass er auch physisch sieht, was hat er in den Händen, passt sein Produkt zu dieser Verpackung oder die Verpackung zu seinem Produkt. Dann starten wir nach Freigabe den Verpackungsprozess. Der Kunde bekommt von uns die digitale Designvorlage und der Kunde kann da mit seiner Agentur oder seinem Grafiker sein Wunschdesign platzieren. Dann startet der nächste Schritt, die tatsächliche Verpackungsproduktion. Da bilden wir die gesamte Reihe ab mit Drucken, Veredeln, Stanzen, bis hin zum maschinellen oder händischen Verkleben oder auch Befüllen der Schachtel. Wir bieten sowohl bei Egger im individuellen Bereich als auch bei Medica.de zahlreiche Veredelungen an. Das geht hin von der klassischen Blindprägung hin zur Heißfolienprägung oder auch verschiedene Lackierungen oder Zellophanierungen. Der Kunde bekommt von uns eine fertig verklebte, nicht nur flachliegende Verpackung, sondern tatsächlich meist manuell aufgerichtete Verpackungslösung, die sofort nach Auslieferung fertig zum Einsatz ist. Wir haben keine Maschinen, die anderen nicht haben. Wir drucken nicht anders, wir stanzen nicht anders, aber was wir anders machen, ist, wir holen den Kunden von dem ersten Moment ab, sind freundlich, sind motiviert. Jeder einzelne Mitarbeiter hier versucht, dem Kunden zu helfen und ein perfektes Produkt zu bieten, sodass der Kunde nicht am Ende mit einem Kompromiss dasteht und sagt, ja gut, eine Verpackung habe ich, aber die ist nicht perfekt, sondern wir versuchen, dahin zu kommen, dass es nicht besser geht.